So, ja, da bin ich wieder. Ich hoffe, dass mit dem Ton klappt, weil wie ihr seht, ich bin draußen und ich will es ganz, ganz schnell machen. Es geht nicht um mich, es geht um mein Motorrad mal wieder. Ja, das ist die Kawasaki Vulcan S und ich habe sie euch schon mal gezeigt vor einem Jahr oder so. Da hat ich dann auch schon ein bisschen was gemacht, aber jetzt habe ich halt noch ein bisschen mehr geändert und ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich wirklich anfangen soll. Ich weiß auch gar nicht so genau, was ich euch zuletzt gezeigt hatte. Ich habe echt gar keine Ahnung mehr. Ich weiß auch, dass zum Letzten die Farbe da war. Und naja, jetzt kamen auch noch einige neue Sachen dazu. Fangen wir doch einfach mal hier an. Und zwar erstmal der neue Sitz. Das ist ein Sitz, den habe ich von einem Sattler machen lassen. Passend zu der Folierung hier mit doppelten Nähten. Einmal mit Lila, einmal mit Pink. Dann ganz toll, richtig geil geworden, dieser Halloween-Kürbis. An der Seite Schriftzug Sproggles, natürlich passend zu meinem Namen. Und mit was machen wir denn weiter? Machen wir einfach mal mit den Sachen erstmal weiter, die ich selbst gemacht habe. Und zwar hier oben mit dem Tankdeckel, beziehungsweise nicht nur den Tankdeckel, der Tankring. Der war vorher silber mit silbernen Schrauben. Den habe ich schwarz-matt angemalt und damit einer pinken Farbe mit einem Pinsel einfach so drauf gesprenkelt, sage ich mal. Und dann habe ich dann die schwarzen Schrauben dann reingemacht, weil es halt besser aussah. Und das ist dabei rausgekommen. Ich finde es hammergeil. Und so was Ähnliches habe ich auch hier unten gemacht. Auch hier, ich weiß gar nicht, was dieser Deckel da ist, ganz ehrlich. Auch den schwarz matt angesprüht, gesprenkelt und beide Deckel habe ich dann natürlich dann auch, wie heißt es mal, mit Klarlack noch bearbeitet, damit das auch ein bisschen besser alles hält. So, wo machen wir dann weiter? Vielleicht mal auf der anderen Seite, da habe ich eigentlich auch was gemacht, und zwar hier. Noch ein Deckel und der hat mich wirklich sau viel Arbeit gekostet. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Arbeit. Das hier ist das Symbol der Allianz und der Horde. Ist halt von World of Warcraft. Etwas, was ich immer noch sehr, sehr gerne spiele. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das hier so rüberkommt. Aber das hier ist nicht eine Farbe, sondern hier unten ist ein bisschen mehr lila. Hier oben ist halt ein bisschen mehr pink. Das läuft halt so ineinander über. Und es war super schwer, das Muster hier überhaupt da hinzukriegen. Die beiden Symbole. Das war wirklich schwer. Es hat mich viel, viel Farbe, viel, viel Geld und viel, 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 viel Zeit gekostet, das so hinzukriegen. Es ist nicht perfekt. Wenn man mal hinguckt, hier ist ein bisschen verschwommen, dort und dort. Aber gut, sei es halt drum. So, wenn wir schon mal hier unten sind, können wir vielleicht mal hier weitermachen. Und zwar an dieser Tasche hier. Die habe ich mir geholt von Amazon. Das ist eine ganz, ganz günstige Kunstleder. Und die war am Anfang halt nur schwarz. Und ihr kennt mich, nur schwarz finde ich ein bisschen langweilig. Und dann habe ich dann mit einem, mit so einer Lederfarbe. Die bleibt halt auch sehr flexibel, auch wenn das Ganze sich halt hier so ein bisschen biegt. Die bleibt halt dann trotzdem noch drauf und da habe ich dann einfach nur mal die Ränder bin ich dann hier nachgegangen. Und ich finde, das ist mir extremst gut gelungen. Ja, wenn wir schon bei Taschen sind, machen wir doch mal bei der hier weiter. Das ist eine Werkzeugrolle von Held. Die war halt auch mit schwarzen Nähten und all schwarz. Immer muss man beim Motorrad all schwarz sein, super langweilig. Und ihr seht, was da schon dran ist. Ich habe die Nähte geändert und das hier habe ich von Werbetechnik Krüger, so viel Werbung muss sein. Also das ist nicht der Slogan von denen, das habe ich gerade ich noch gesagt. Habe ich das machen lassen. Das hier ist ein Nidoking von Pokémon. Mein absolutes Lieblings-Pokémon und jetzt kommt hier ein Auto. Ich dachte eigentlich, dass ich irgendwo bin, wo es halt relativ ruhig ist, aber das macht nichts. Das habe ich mir geholt, hab machen lassen. Das sieht ein bisschen, Moment, eieiei. Ein bisschen zerfleddert aus das Ganze hier, aber das sollte so sein, beziehungsweise das ging halt nicht anders. Ist halt so ein Patch, der halt hier so erstmal so drauf, das ist halt so ein Sticker quasi, der dann hier drauf gebügelt wurde und ach, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wie das wirklich gemacht wurde. Ja, und die Nähte hier, die habe ich halt rausgemacht und das Ding habe ich dann selbst vernäht, hat funktioniert, hat mich echt extrem gewundert. Ja, und wenn wir schon mal hier vorne sind, dann mit dem auffälligsten eigentlich, das ist nicht die Tasche, das ist hier. Die Doppelscheinwerfer, die sind das. Davor war jetzt ja nur so ein einfacher Scheinwerfer dran, also ein einziger. Und das hier ist jetzt wirklich sehr viel, also extrem Geschmackssache. Meiner Meinung nach passt dieser Doppelscheinwerfer hier perfekt aufs Motorrad. Ich habe auch schon von vielen gehört, die sagen, nee, sieht nichts aus. Ich finde, für mich persönlich, ist ja auch mein Baby hier, richtig geil, das passt. Und das soll so sein, das muss sein für mich. Und ich bin so happy, dass das funktioniert hat, weil es war nicht ganz einfach, den hier dran zu machen, aber am Ende hat es funktioniert. Sehr, sehr schön. Ja, was noch? Farbe, habe ich noch ein bisschen was geändert. Und zwar war das hier immer, hier vorne kann man es halt wunderbar sehen, eigentlich überall. Habe hier noch so Zierstreifen genommen.
die ich dann halt dann so zwischen das Pink und das Lila gemacht habe. Ich finde, das hebt das Ganze mal ein bisschen ab und sieht auch ziemlich gut aus. Das habe ich dann wirklich dann hier über das ganze Motorrad dann mal weitergeführt, hier drüber und dann über den Hintern. Und das sieht richtig toll aus. Und ja, was habe ich noch gemacht? Was habe ich noch gemacht? Lass mich überlegen. Genau hier. Was Großes eigentlich. Der Auspuff. Ich habe den Auspuff weggemacht. Davor war auch dann hier so ein komischer, dicker Knubbel dran, der mir gar nicht gefallen hat. Jetzt habe ich hier einen Miller-Auspuff. Und den will ich euch nicht nur zeigen. Ich meine, der sieht natürlich richtig toll an dem Motorrad aus. Den wollt ihr bestimmt auch mal hören. Deswegen mache ich jetzt das Ganze mal an und dann hören wir doch einfach mal rein. So klingt das Ganze. Ich finde es richtig, richtig toll. Und ich wollte schon gerade sagen, das war's dann mit den Neuheiten. Aber das stimmt nicht. Und so habe ich auch noch neue Blinker mir für vorne und hinten geholt. Jetzt könnt ihr erstmal gucken, wo sind sie vorne? Ratet mal. Wo habe ich vorne die Blinker? Na, seht es nicht? Könnt ihr es gar nicht sehen? Macht nicht. Ich zeige es euch. Und zwar hier. Da haben wir sie. Ich habe hier so kleine Blinker. Na, das ist klein. So klein sind sie eigentlich gar nicht. Unter den Griff gemacht. Und das Tolle an denen ist, Moment, kann ich das zeigen, ja? Also wenn jetzt das Licht hier mitspielt, und die Kamera das auch sehen kann, aber ich glaube schon, das sind Lauflichtblinker. Das ist bestimmt auch nicht jedermanns Sache, aber ich finde es geil. Ich finde es richtig, richtig cool. Und das passt. Vor allen Dingen abends, das sieht richtig geil aus. Und wenn wir dann schon mal hier hinten sind und Blinker, hinten halt auch geändert, ich habe hier hinten, ich hoffe, das kann man sehen durch die Kamera, aber ich denke mal schon, das ist ein Kellermann-Blinker, die DF1000 heißen die so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr seht, die haben so einen roten Ring hier außenrum. Und dieser rote Ring ist das Rücklicht und das Bremslicht in einem. Und ich habe schon sehr, sehr lange mit denen geliebäugelt, aber die sind halt teuer. Die sind wirklich teuer, die Dinger. Dadurch stieß da, komm, Urlaub war wieder nix. Juhu, danke Corona. nimmst du dann doch einfach mal dein Urlaubsgeld und haust sie in neue Blinker rein. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Richtig schön, die gefallen mir gut, die sind so einiges größer als die alten Blinker, aber das finde ich nicht schlecht, weil vor allen Dingen mir gefällt halt der Aufbau dieser Blinker mit diesem runden Kreis hier. Ich finde, das sieht halt toll aus. Mir gefallen die richtig, richtig gut. Die sind auch mehr als eindeutig zu sehen, die Teile, richtig schön. Und ja, das war dann jetzt hier auch dann, glaube ich, am Ende wirklich alles, was ich an dem Motorrad gemacht habe, zumindest seit dem letzten Mal. Ich kriege von ganz vielen zu hören, vor allen Dingen aus meiner Familie, hey, wann bist du denn jetzt mal fertig oder bist du jetzt endlich mal fertig? Und ich muss dann wirklich sagen, aktuell, ja, ich bin fertig, aber ich hoffe, ich bleibe nicht fertig. Weil es macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Es macht mir richtig, richtig viel Spaß, an dem Motorrad zu basteln und zu gucken, wie dann irgendwas passt und so weiter. Und ich bin richtig froh, dass es halt aussieht, wie es aussieht, aber ich hoffe, mir fällt nur das ein oder andere ein. Ich hätte noch gern hier unten dort noch hier irgendwas hin. Ich weiß noch nicht was. Damit das Ganze ein bisschen mehr verdeckt wird und das Ganze vielleicht ein bisschen breiter aussehen lässt. Ob und wie ich das hinkriege, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja schon was im Vorfeld, ob was vorgefertigt ist, keine Ahnung. So, ja, ich stehe hier voll in der Sonne. Entschuldigt mein dummes Gesicht, aber das ist, glaube ich, nicht dümmer als sonst. Ja, das ist es. Das ist mein neues kleines Baby, mein neues altes Baby. Mach mal so, dann kann ich mich besser gucken. Ich finde es toll. Ich finde es richtig cool, wie es geworden ist. Ich weiß, die Farbe ist nicht für jeden etwas. Darüber brauchen wir gar nicht erst zu reden. Dass die sehr viel Diskussion aufwirft, ist mir vollkommen klar. Aber es ist mein Baby. Und mein Baby muss mir gefallen und sonst keinem anderen. Aber trotz allem, schreibt mir doch einfach mal, wie ihr das Ganze findet. Sagt ihr, mutig, geile Sache, ist aber nicht meins. Oder sagt ihr, scheiße, dann ist es mir egal, weil ich sage, was soll's, nicht Quatsch. Oder sagt ihr, geil, warum sind nicht mehr Motorräder so? Ich sage ja immer, matt-schwarz kann jeder. Matt-schwarz kann jeder, ich sehe hier gar nichts durch die Kamera, gerade weil ich so geblendet werde. Matt-schwarz kann jeder, ist natürlich aber auch jedem selber überlassen. Wenn einer sagt, nee, ich finde das geil, alles in schwarz zu haben, Black Edition, Gott, dann macht das. Bitte, Gott, ich bin der Letzte, der dann sagt, du Idiot, bist du langweilig. Nein, bitte mach's. Ja, ich mach das, du machst schwarz, der andere macht grau, der andere macht weiß, der andere macht im Diddle-Kostüm sein Motorrad, ist okay. Darf jeder machen, wie er will. Ich sag da keinem was. Und das hier ist halt meins. Meins ist bunt, meins ist pink, meins ist lila
Und so ist es halt genau so, wie ich es mir vorstelle. Ja, und mit den Worten sage ich mal, habt einen schönen, was weiß ich, was für einen Tag. Und vielleicht sehen wir uns mal irgendwann in einem anderen Video wieder. Macht's gut. Tschüss.